Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Teil 3. Hier ist Sigoretti. Ja, und wie ihr seht, ich zeige euch das mal auf der Karte. Habe ich hier schon ein paar Schätze eingesammelt, aber definitiv auch noch nicht. Hier oben die Kelche, die ich einsammeln wollte, weil mir ist aufgefallen, hier sind überall diese Befreiungsmissionen. Wie geht das denn nochmal hier? Sowas, ne? Sowas, Befreiungsmissionen. Und hier auf der Karte, das sieht man jetzt nicht, das ist unter dem kleinen Connor versteckt. Da kriegen wir den Auftrag für diese Befreiungsmission. Und wenn wir die alle erfüllt haben, dann kriegen wir einen weiteren Assassinen dazu. Und ich habe mir gedacht, ich mache das. Ich mache das in der Aufnahme, weil ich ja auch einfach Spaß dran habe. Aber da ich in der letzten Folge so einen kleinen Hund getötet habe, das fand ich schon sehr entsetzlich. Aber jetzt reden wir mal mit dem Menschen. Ich will euch nicht belästigen, aber ich habe bemerkt, was ihr getan habt. Sehr nett von euch. Was geht denn hier vor? Die Rotröcke ziehen die jungen Männer aus der Gegend ein. Ein Unrecht. Ich dachte, vielleicht können wir zusammen etwas dagegen tun, falls ihr Zeit habt. Und was soll ich machen? Dasselbe wie eben, mehr nicht. Ich habe da einen Plan, doch die Leute müssen wissen, dass ihnen jemand hilft. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Aber natürlich, mein Freund, das werden wir tun. Und dafür nehmen wir uns aber hier ein Pferdchen. Weil einige sind einfach... Ja, Pferd, jetzt, Pferd. Was zur Hölle? Das Pferd kann aber hochspringen, doch. Meine Güte. Okay, dafür nehmen wir uns natürlich hier ein Pferd. Und dann lass mich mal direkt die erste Mission hier vorne markieren. Zack, weil sonst laufe ich hier wieder im Kreis herum und das möchte ich nicht. Das möchte ich euch einfach nicht antun, dass ich im Kreis... Oi. Mein Gott, also mit dem Pferd komme ich ja gar nicht zurande. Geht mir aus dem Weg, Leute, sonst renne ich euch alle um, was weiß ich. Das möchte ich natürlich nicht. Ja, wir sollen die Armen zu Unrecht eingespannten Rekruten, die gar keine Rekruten werden wollen, befreien. Und das machen wir natürlich. Ja? Du kommst hier, mein Freund. Und wieso habe ich keine Waffe? Aua. Naja, weil es auch ohne Waffe geht. Okay. Sieht zwar noch brutaler aus als vorher, aber egal. Na los, komm her. Gib mir deine Waffe, mein Freund. Was? Was machst du da? Wie gefällt dir das? Hä? Na, will noch einer was von mir? Na los, kommt her. Zack, zack, zack. Geht doch. Zwei in einem Streich. Tschüss. Oh, der hat das überlebt. Das ist ja ein Ding. Na gut, dann komm mal her, mein Freund. Wie gefällt dir das? Hm? Ja, ich hatte tatsächlich schon angefangen, einige frei zu, zu befreien, bis ich mir dann auffiel, Moment mal, das gehört doch zu... Suchst du eine wahre Herausforderung? Nein. Dann geh doch mal runter zum Lagerhaus, mein Freund. Zum was? Da gibt's echte Kämpfe. Ach so, alles klar. Und wieso, wieso hat er jetzt dieses blöde Ding da aufgehoben? Gib mir mal ein paar Kugeln zurück. Danke. Ich möchte bitte das Assassin... Oh nein, jetzt trage ich diese blöde Waffe mit mir. Das ist doch unglaublich. Ich will aber die ausgerüstet haben. Danke. So, warte. Lass mich mal absteigen. Ich möchte mal eben erst meine Bekanntheitsgrad ein bisschen runterschrauben. Weil sonst verfolgen die mich sofort, sobald sie mich auch nur annähernd sehen. Mein Gott, was ist denn heute hier los mit dem Ganzen, ha? Hier, mein Freund, rede was anderes. Danke. So, komm her, Pferd. Komm her. Holen wir uns direkt den nächsten? Oder waren sie das schon? Ich glaube ja nicht, oder? Holen wir uns mal den hier hinten. Und ich glaube, das ist dann schon Nummer 3 von 3. Und dann können wir zu dem jungen Mann zurückkehren. Und dann haben wir einen zweiten Assassinen-Rekruten. So einfach ist die Maus. Naja, so einfach ist das eigentlich nicht. Weil das sind schon weite Wege.
Aber gut, es ist halt so. Es gehört so ein bisschen zu dem Spiel dazu und sie sind auch nützlich. Sie werden auch nützlich sein. Gerade wenn ich anfange, irgendwelche Forts zu überfallen, was weiß ich. Warum springst du da ab? Connor, auf das Pferd. Da drückst, tippst du mal einmal eben ganz kurz auf die falsche Taste, ja? Nur kurz angetippt. Schwupp, springt er vom Pferd. Eieieiei. Aber so ist er, unser Connor. Da kennt er nix. Da kennt er nix. Was ist denn jetzt hier? Ah. Hey, im Namen des Königs. Lasst mich doch. Und tschüss. Das erste bin ich sehr los. Vielen Dank dafür. So eins von drei. Ich hatte doch schon so viele. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie verhext und verrückt. So, das wäre der nächste Rekrut eigentlich, den ich... Ach, ich muss verschiedene befreien. Alles klar. Alles klar. Ah, ja, das wird ja lustig. Das wird dann doch wohl die ganze Folge dauern. Wenn ich auch sogar zwei Folgen, bis ich damit fertig bin. Oh mein Gott. Naja, gut, so ist das halt. Boah. Mit einem Pferd so schnell bergab, das ist aber auch tricky, ne? Ja gut, das sind die nächsten, die wir befreien können. Und tschüss! Tschüss, mein Freund. Und tschüss! So, ihr seid frei. Das waren drei von drei. Dann schauen wir doch mal, was müssen wir noch machen. Hier ist noch einer. Und wenn ich schon gerade in der Nähe von dem Kelch dann da bin, dann kann ich eventuell auch mir den Kelch da direkt holen oder so. Weiß ich noch nicht. Ich bin nicht gesucht. Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt schon wieder gesucht, weil ich da auch wieder irgendwelche Steckbriefe abnehmen konnte. Was weiß ich. Aber ich bin inkognito. So wie ich das sehe. Da ist der Nächste. Des Königs. Lasst mich doch. Ich wollte nie. Weg mit dir. Lauf, Connor. Du musst schneller. Davon reiten. Steig auf. Na gut, Jungs. Oh, ich krieg das immer noch nicht hin. Ihr wolltet es nicht anders. Dann ist das so. Na los. Greif an. Ich hätte euch ja am Leben gelassen. Aber, was soll ich dazu sagen? Ja, das ist doch schön. Also, dieser Move gefällt mir noch am besten, wenn er so zwei auf einmal erschlägt, ne? Ist schon geil gemacht. Okay, ein bisschen brutal, aber egal. So, das war Nummer zwei von irgendetwas. Und ich glaube, ich hole mir den hier auch direkt noch. Bevor ich dafür sorge, dass ich nicht mehr so arg gesucht bin. Ich hoffe, das geht. Dass ich da nicht auf allzu viele Wachen treffe. Oh, warte. Ich brauche ja das Pferd. Pferd, komm her. Pferd. Hopp. Hätte ich ja fast vergessen. Um Gottes Willen. Weil versucht die mal zu Fuß zu verfolgen. Das geht gar nicht. Die reiten dir einfach davon. Das weiß ich. So viel weiß ich wohl noch. Ah. Naja. Ach, Hauptsache Spaß an der Sache. So, da ist er. Halt, bleib stehen, mein Freund. Tschüss. Ich will leben. Scheiße. Jo. Das war's dann wohl. Na, dann lass mal gucken, wo muss ich jetzt wieder hin? Ich muss jetzt wieder zu ihm auf die... Oh, jetzt habe ich vergessen, diesen Kelch. Ach komm, dann mache ich die Kelche tatsächlich offscreen. Das sind ja nur Einsammelsachen. Da reiten wir jetzt nicht extra nochmal hin, aber dieser Mensch... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hoffe, das Fass ist nicht kaputt gegangen. dieser Mensch, der mich inkognito machen kann, der liegt ja direkt auf dem Weg. Das sind ja die altbekannten... Marktschreier. Wer meine ersten Aufnahmen von Assassin's Creed gesehen hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Also ich habe die irgendwann mal Marktschreier genannt. Nein, natürlich sind es keine Marktschreier. Es sind natürlich die Nachrichtensprecher.
Die Antiken. Ach, schön. Weil sie kommen einem vor wie Marktschreier, weil sie so laut sind. Ich finde das irgendwie komisch, dass in dem Spiel immer wieder alles so verschwindet. Und hier sind mir ein paar zu viele Wachen. Ich versuche die mal so ein bisschen zum Umreiten. Ja, das sind halt zwei. Ja, ja, genau. Ach komm, Pferd! Nicht doch. Pferd, 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 bitte. Dass sich diese Pferde auf Steine stellen und dann gehen die nicht weiter, ne? Dann gehen die nicht weiter. Ja, 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 ihr kennt mich gar nicht. Ihr. Okay. Okay, Pferd. Ja, genau. Wow. Na, das hat ja prima geklappt. Mal gucken, vielleicht können wir denen ja noch entkommen. Noch ist nicht aller Tage Abend. Hallo, ihr Lieben. Ich bin da mal weg. Shit, shit, shit. Das hat ja prima geklappt. Ah. Ich würde jetzt ungern so weit weg von dem ganzen Ort des Geschehens hier laufen. Springt Connor? Da ist einer. Da ist einer. Den. Hier, hier. Ah, darf ich nicht. Solange die mich verfolgen. Das ist ja ätzend. Ach, nein, 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 nein. Komm, ich habe nämlich keinen Bock, hier so viel zu kämpfen. Das will ich nun beim besten Willen nicht. Und das alles nur wegen so ein paar blöden... Hopp, Sprinken. Da vorne sind jetzt schon wieder Wachen. Wo zur Hölle kann ich mich denn verstecken? Bitte schön, das gibt's doch nicht. Hier sind überall Wachen. Das ist doch unglaublich. Ich will mich doch nur vor euch verstecken, verdammt nochmal. Geh weg. Du sackgesichtiges Suppen. Ja, 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 ja. Ihr mich auch. Schneller. Ihr kriegt mich sowieso nicht. Ihr seid nämlich zu lahmarschig. Da, 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 da kann ich mich verstecken. Sehr schön. Hoppa, rein da. Ja, ich möchte jetzt hier nicht stundenlang herumkämpfen da. Das will ich nicht. Ja, ja, komm, geh weg. Geh weg. Na dann nicht. Wenn du meinst, dass das sein musste, ja, den muss ich natürlich jetzt abwarten, bis er weg ist. Ist ja logisch. Oh. Da hinten läuft eine Patrouille. Die gehen aber weg von mir. Lass mal gucken. Hier, erzähl was anderes. Blödmann. Eieieiei. Gut, und dann lass mich mal zu diesem kleinen Knilch hier zurück. Weil wir haben ja, glaube ich, alles gemacht, was er wollte. Ich hoffe zumindest. Ich hoffe nicht, dass ich da doch noch irgendwie was mehr machen musste. Und dann werden wir mal sehen, was er so als Auftrag hatte. Ich komme, mein Freund. Ich bin gleich bei dir. Tada! Das war aber jetzt auch kompliziert, muss man echt sagen. Wieso hängt da noch ein Bild von mir? Das Spiel spinnt. Aber macht nichts, es macht trotzdem Spaß. Hallo, Jungs. So, mein Freund, habe ich jetzt alles befreit, was du befreit haben wolltest oder nicht? Hm? Willkommen bei den Rotröcken, der gefürchtetsten und respektiertesten Truppe auf Gottes grüner Erde. Einige sind freiwillig hier, andere nicht. Doch unabhängig von den Umständen der Rekrutierung seid ihr jetzt alle Brüder. Und ihr habt nur eine Überlebenschance, wenn ihr euch aufeinander verlassen könnt. Ein fauler Apfel kann euch alle das Leben kosten. Ich will, dass ihr gut und lange darüber nachdenkt. Das ist einer der Verantwortlichen dafür, diese Jungs einzuziehen und zu verschiffen. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wie lautet dein Plan? Na, ihn töten, dann die anderen und die Jungs dann freilassen. Ist ein guter Plan, doch nicht sehr detailliert. Wie gut bist du mit dem Gewehr? Ich kann einer Bisamratte auf eine Viertelmeile den Kopf wegschießen. Bei 9 von 10 Versuchen. Das muss reichen. Gib mir von hier Deckung.
Na, dann bin ich ja mal gespannt. So, wir müssen sicherlich an den herankommen. Ist nur die Frage, wie können wir das am besten bewerkstelligen? Kann ich mich hier verstecken? Sehr schön. Ich würde gerne so dicht wie irgend möglich. Jetzt sind wir schon mal hier hinter. Ihr werdet alle an Bord dieses Schiffes gehen und zu einer anderen Ausbildungsstätte gebracht. Verstanden? Ah ja. Ihr wurdet ausgewählt, nicht wegen eurer Talente oder Stärke, sondern wegen eurer Art zu denken. Ihr findet bald heraus, was das bedeutet. Doch es ist eine große Ehre. Einige schaffen es nicht, andere werden viel erreichen. Wie auch immer, ihr gebt eurem Leben einen neuen Sinn. Ist das so, mein Freund? Ich glaube eher, dass du gleich ein toter Mann bist. Wo steht unser Kumpel? Ich hoffe, er kann auch gut schießen. Ab geht's. Er kann doch schießen. Warum greift er ihn denn so an? Verrückt. Die Assassinen wollen Frieden durch Freiheit. Und die Templer? Sie wollen alles kontrollieren. Nun, ich bin für Freiheit. Das weiß ich sicher. Wenn euer Orden ein Gewehr braucht, nehmt mich auf. Ich glaube, ich habe einfach nicht auf Attentat immer noch Attentat drin gehabt, ne? Wahrscheinlich habe ich jetzt auch wieder die volle Synchronisation verhunzt, aber das wäre mir auch in diesem Falle ziemlich egal. T halten, warte mal, da will ich nochmal gucken. Ja, guck, ich hätte einfach auf Scharfschütze stellen müssen. Na, egal. Dann hätte er wahrscheinlich einfach geschossen. Ich hatte das Ganze noch auf Attentat stehen, ne? Was ist denn das zweite? Aufwiegeln. Und das ist Scharfschütze. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, dann muss ich beim nächsten Mal halt... was habe ich denn jetzt gedrückt? Beim nächsten Mal ein bisschen darauf achten. Ja, ist halt blöd gelaufen jetzt. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Assassinen schaffe ich das. Jetzt will ich mal schauen. Ich meine, ich kann auch pro Stadt... Warte mal, hier ist eine Kiste. Die können wir uns eben noch holen. Und dann würde ich sagen, laufe ich offscreen. Da ganz nach oben, da müsste irgendwo nämlich noch einer sich irgendwo verstecken. Bin ich eigentlich von ausgegangen. Aber ich sehe, doch hier sehe ich noch einen. Warte mal, eben etwas kleiner machen. Das könnte er sein hier. Das könnte er hier sein. Befreiungsmissionsauftrag. Wie gesagt, wir holen uns mal eben noch diese Kiste. Dann könnt ihr mal sehen, wie schlecht ich mal wieder dabei bin, Kisten zu öffnen. Wenn wir so einfach da dran kommen an die Kiste, das ist ja auch nicht immer so gesagt. Und offscreen laufe ich dann da oben hin. Und dann machen wir das mit den Befreiungsmissionen des anderen Assassinen, des nächsten Assassinen-Rekruten. So ist es richtig geantwortet und gesagt. Ja, okay. Eigentlich hätte ich auf Scharfschütze stellen müssen. Okay, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Dann ist das so. Jetzt hat er ihn einfach so per Attentat, ne, erledigt. Geht ja natürlich auch. Ja. So, wo ist denn diese Kiste? Hier unten? Jawolla. Na dann. Oh, einfach nur öffnen. Das ist schön. So gefällt mir das. Ja, prima. Aber dann würde ich mal sagen, mein Herumgelaufe bis da hinten hin, weil das ist ja doch schon noch eine ziemlich weite Strecke, würde ich sagen. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit angucken. Ich guck mal, wie viele Meter sind das? Oh, wird mir das... 1000 und ja. Also ich laufe, wie gesagt, offscreen da hoch und dann machen wir genau da vorne weiter. Bis hierher bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und dann sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.